Hallo liebe Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon, der gerade gar keinen Sound hat. Einen Moment, ich habe das nämlich ein bisschen umgestellt hier. Oh, der Sound, er kommt. Oh ja, da ist er. Nee, ich nicht da. So, so ist der Sound gut. Wunderbar. Okay Leute, dann geht's jetzt weiter. Wir hatten beim letzten Mal ja angefangen, diese Geheimbasis zu infiltrieren. Und damit machen wir jetzt auch weiter mit dem da. Denn diese Basis wird jetzt auf jeden Fall auseinandergenommen. Das kann ich euch schon einmal so sagen. Ich weiß, ich bin böse. Und da haben wir einen Porygon 2. Das ist doch schon mal wunderbar. Und Porygon 2 kann man gleich mit dieser Dubios-Disk zu Porygon Z weiterentwickeln. Bin mir aber unsicher. Bin mir unsicher. Also das ist, ne? Das ist jetzt keine hundertprozentige richtige Antwort. Und er setzt X-Spezial ein. Das Problem ist bei Porygon, ich weiß einfach bei Porygon 2 und Z, ich habe keine Ahnung, ob die jetzt irgendwie Psycho-Pokémon sind oder nicht. Oder bei Porygon. Porygon ist ja ein normales Pokémon, das weiß ich. Aber sind das eigentlich Psycho-Pokémon? Ich habe echt keine Ahnung. Das ist voll das Problem. Weil wären das Psycho-Pokémon, dann könnte ich ja einfach nur Spukball oder Unheilböen einsetzen. Aber das möchte ich jetzt erstmal nicht riskieren. Ich werde da demnächst dann mal reingucken, wie das so ist. Und dann weiß ich es ja im Grunde fürs nächste Mal dann schon. Aber interessant, interessant. Okay, fliegen. Dann mache ich jetzt erst einmal weiter. Wunderbar, wunderbar. Talent. Zack, hätten wir geschafft auf jeden Fall. Das war aber auch schon ein ziemlich schwieriges Pokémon eigentlich. Mann, Mann, Mann. Aber wir bekommen ordentlich, meine Fresse, ordentlich Erfahrungspunkte. Das ist gut, das ist sehr gut. Jetzt muss ich zwar unser Cookie Luna ein wenig heilen, aber das ist total kein Problem, denn wir haben ja zum Heilen einiges. Hypertränke haben wir ja noch ohne Ende. Na okay, was heißt ohne Ende? 28, das ist jetzt nicht wirklich ohne Ende. Also, ne? 27 jetzt noch. Na gut, wir gehen mal ganz kurz hier drauf. Einfach mal zu gucken, was sich dort so befindet. Ah ja, die Versammlung. Da möchte ich noch nicht hin, da möchte ich noch nicht hin. Ich möchte jetzt erst noch mal ganz kurz nach rechts, einmal nach unten. Und dann gleich noch mal nach oben, aber hier möchte ich jetzt erst einmal hin, weil ich hier noch ein paar Items kriegen kann. Einmal bin ich hier. Und habe Top-Beleber gefunden, was eigentlich immer sehr, sehr geil ist. Das heißt, das kann ich mal ganz gut einsetzen, wenn ich mal in der Klemme stecken sollte. No? Und jetzt gehen wir nochmal nach oben. Vielleicht gibt es da noch irgendein TM für uns, was wir gebrauchen können. Ich weiß leider nicht, was wir da noch so finden. Ich glaube, wir kommen irgendwo wieder in den Keller oder so. Naja, nah dran. Ein Grünstück. Oh. Ja, okay, ein Grünstück. Ist jetzt nicht unbedingt das Geilste auf Erden, aber hey. Es ist immerhin etwas, ne? Es ist immerhin etwas. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dieser Versammlung. Oh yeah. Psst. Hier drüben. Huhu. Diese Zusammenkunft von Team Galactic. Was denkst du, hat sie zu bedeuten? Hm. Oho. Hochgeschätzte Mitglieder von Team Galactic, hört meine Worte. Mein Name, so wie ich heute vor euch trete, lautet Cyrus. Unsere Welt ist barbarisch und plump, mit einem Wort unvollendet. Schon immer war das Überleben hier in dieser Welt von Mühsal überfüllt. So wird es auch immer da bleiben. Menschen wie Pokémon sind in ihrer Art unvollkommen. Dieser Mangel an Perfektion lässt uns kämpfen, lässt uns andere verletzen. Es ist schrecklich anzusehen. Ich hasse diese Unvollständigkeit. Mit meinem ganzen Körper, mit meinem ganzen Wesen verabscheue ich sie. Die Welt muss makellos sein, die Welt muss sich ändern. Doch wer übernimmt diese Aufgabe? Wer nimmt es auf sich, sie zu ändern? Ich, Cyrus und Team Galactic. Ich, jeder und jede einzelne von euch. Gemeinsam sind wir Mythen auf den Grund gegangen und haben ihre Geheimnisse offengelegt. Gemeinsam haben wir legendäre Pokémon gefangen. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir über die Energie verfügen, die Welt zu verändern. Welten, die wir uns nur in Träumen vorstellen konnten, sind nun in unserer unmittelbaren Reichweite.
Versteht mich richtig, meine Freunde. Mein lang ersehnter Traum steht kurz davor, Wirklichkeit zu werden. All jene, die zum Kraterberg gehen und jene, die hier bleiben werden. Jede von uns hat eine Mission. So unterschiedlich sie auch aussehen mögen, schlägt unser Herz doch für dasselbe Ziel. Ruhm sei mit Team Galactic! Ja, Meister Cyrus ist der Größte. Eigentlich fehlt jetzt noch irgendwie sowas wie, ich will ein Kind von dir. Irgendwas auf diese Art und Weise. Puh, das war also Cyrus, der Boss von diesem Team Galactic. Eine beeindruckende Vorstellung, oder? Noch dazu für so einen jungen Mann. Als ich noch so jung war, da... Aber eine Welt nur für Team Galactic zu erschaffen, für niemand anderen, was für ein absurder Plan. So absurd, dass mir ganz schwindelig wird. Aber das kann ja am Wetter liegen. Eine neue Welt? Wie soll die aussehen? Und was passiert mit dieser unvollkommenen Welt? Nun gut, es ist die Aufgabe der internationalen Polizei, diese Dinge so zu untersuchen. Und ich bin ja hier der anwesende Vertreter dieser genialen Spürnase. Somit muss ich mich nun um Aufklärung bemühen. Ich verabschiede mich nun. Sei vorsichtig auf deinen Wegen. Jetzt geht's hier lang. Okay, hier kann ich mich dann nochmal ausruhen. So. Ja, ich will schlafen. Auf jeden Fall. Ich schlafe auf jeden Fall in der Geheimbasis. Der Gegner. Warum nicht? Warum nicht? So, ein Doppelkampf. Da möchte ich auf jeden Fall... Ja, das ist eigentlich eine gute Kombination. So. Die würde ich gerne kämpfen lassen, die beiden Süßen. Du-ba-du-ba-du. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was die so für Pokémon einsetzen. Ich hoffe mal nicht so allzu dämliche. Man darf gespannt sein. Okay, das ist eigentlich ganz machbar, ganz gut machbar. Okay, was können wir machen? Wir hätten einmal die Unheilböen und einen Spukball. Wir nehmen einfach mal Fliegen, ja? Und dann aktiviere ich einfach mal Eiszahn auf Skankapu. Einfach mal schauen, wie das so wird. Ich weiß es ja nicht. Also Fliegen wird auf jeden Fall Glibunkel komplett vernichten, das ist schon mal klar. Also da haben wir keine großen Probleme. Memento Mori, was war das nochmal? Angriff von Scorpio sind stark und das auch. Heilige Scheiße. Ach so. Skankapu hat sich selbst geopfert, um Scorpios Werte massiv runterzuziehen. Okay. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da haben wir ehrlich gesagt nicht wirklich dran gedacht. Okay, Glibunkel. Na, das zieht natürlich nicht so viel ab. Sehr klar. Weil es ist eine sehr schwache... Es ist keine so schwache Attacke, aber es ist einfach nicht stark genug. Ah, okay. Cookie Loon hat ein neues Level erreicht. Das finde ich schon mal sehr knorke. Und Scorpio kommt auf die Fresse? Ja, Scorpio bekommt auf die Fresse. Schlammbombe, ey. Ah, ja, diese Scheiße. Scorpios Angriff und Spezialangriff sind ja auch schon so extrem gesunken. Das ist das Problem. Also, da habe ich auf jeden Fall... Da werde ich auf jeden Fall große Probleme noch mit haben. Das ist schon mal klar. Einfach mal Eiszahn. Ja. Ich habe jetzt gerade nicht die besten Attacken für diese Gegner hier. Für diese ganzen Gegner hier. Das ist einfach das Problem. Dann auch noch diese extreme Senkung der Werte von mir. Und dann auch noch, dass mein Pokémon jetzt gerade nicht trifft. Das ist auch nochmal eine geile Sache. Gefällt mir alles gar nicht. Aber hey, what will you make, ne? Jetzt haben wir wenigstens jedes Mal nur noch einen Gegner vor uns. Das macht die ganze Sache schon ein bisschen einfacher. Na komm, Skankapus Attacke ging daneben. Das ist doch mal was. Aber Scorpius-Angriffe, die treffen anscheinend auch nicht wirklich. Aber Fliegen tritt...
Alter, macht so viel Damage, das ist krass, das war noch nicht mal ein Volltreffer. Mann, Mann, Mann. Ein Charmian. Okay, das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Schockwelle und Feuerzahn einfach mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht ausreichen, diese zwei Attacken. Weil Schockwelle ist keine so starke Attacke und der Angriff von Scorpio ist schon so massiv gesenkt, dass es... Alter, diese eine Schlammbombe war das, glaube ich. Kann das sein, dass diese eine Schlammbombe tatsächlich mein... Echt jetzt? Dass diese eine Schlammbombe tatsächlich meine ganzen Werte so extrem runtergehauen hat, Alter. Also meine Genauigkeit. Das ist doch... Nee. Das möchte ich nicht. Das ist uncool. Okay, Cookie Loon ist jetzt auch im neuesten Level. Oh. Okay, dann muss ich allerdings noch einmal kurz zurück und noch mal kurz eine Runde schlafen, denn dann werden unsere Pokémon ja auch geheilt und das ist ja das Gute. Diesmal in einem anderen Bettchen, ich möchte so viele Betten wie möglich versauen. So, passt doch, wunderbar. Und dann geht's weiter. Wo haben wir denn die nächsten Gegner, hä? Wo haben wir die nächsten? Okay, drei Teleporter. Ich nehme mal erst den hier. Ich hier direkt den richtigen oder was? Ich habe direkt den richtigen genommen. Ich breche ins Essen. Sonst nehme ich immer dreimal die falschen und dann finde ich trotzdem noch nicht den richtigen, aber meine Güte. Na gut. Hier unten gibt es noch irgendwo zwei Sachen für uns. Ich glaube, hier gibt es sogar noch ein verstecktes Item. 1, 2, 3. Ah nein, ich sehe es doch. Ich seh's doch, ihr seht's auch, oder? Hinter der Kiste seht ihr auch, dass da so noch so ein weiterer Schatten ist. Ja, okay. Da komme ich jetzt gerade leider nicht hin. Ich wüsste jetzt auch nicht direkt, wie ich da hinkomme, deswegen. Okay, ich hab's gefunden. Protein. Wunderbar. Dann hätten wir das auch schon geklärt. Dann können wir jetzt eigentlich direkt die nächsten Kämpfe anstreben. Und zwar hier oben gegen Cyrus. Okay, nochmal ganz kurz die Pokémon durchgucken. Scorpio muss sich auf jeden Fall... Also auf jeden Fall muss sich Scorpio um Steeble kümmern. Oh Mann, das wird so ein schwieriger Kampf. Das glaubt ihr gar nicht. Das wird so ein schwieriger Kampf. Ja, Gehschlüssel verwenden. Du bist also gekommen. Ich nehme an, du hast meine Rede gehört. Alles natürlich nur eine große Lüge. War insofern alles es, als es in meiner Absicht liegt, eine neue Welt zu erschaffen. Doch in dieser Welt ist kein Platz für Team Galactic. Diese neue Welt wird nur mir selbst einen Platz bieten. Wäre es anders, dann wäre es nicht die vollkommene perfekte Welt, die mir vorschwebt. Du hast meine Handlanger gesehen. Eine erbärmliche Truppe. Du konntest dich selbst von ihrer Nutzlosigkeit und Unvollkommenheit überzeugen. Ich kenne den Grund deiner Anwesenheit. Er ist spürbar. Es geht dir um Self, Tobuts und Vesprit, richtig? Du willst sie retten. Meinen Plänen dienen sie nicht weiter. Ich brauche sie nicht mehr. Wenn du sie so unbedingt retten musst, dann bitteschön, tu es richtig. Es ist mir einerlei. Oder nein, es würde mir sogar den Ärger ersparen, sie wieder loszuwerden. Eines will ich dir aber noch sagen. Ich finde dich recht bemerkenswert. Was verbindet dich mit diesem Pokémon? Rein gar nichts. Es ist nicht so. Und trotzdem bist du zu ihrer Rettung geeilt. Doch warum? Nächstenliebe? Mitleid? Diese kläglichen, unnützen Gefühle, sie sind unlogisch und irrational. Nur minderwertige Herzen, wie die Menschen sie haben, können solche Empfindungen hervorbringen. Nun hat dich diese Sentimentalität mir in die Arme gestrieben. Du wirst es bereuen, der Stimme deines Herzens Folge geleistet zu haben. Ja, das glaube ich auch. Denn der Kampf wird nicht gerade sehr einfach. Und es fängt natürlich an mit einem Zwiebel. Okay, dann habe ich ja schon das richtige Pokémon am Anfang gehabt. Aber wir sehen auf jeden Fall, meine Pokémon sind vom Level her nicht etwas weiter. Das ist undoof. Wir aktivieren einfach mal den Feuerzahn. Das Schöne ist, Zwiebel hat nicht so die Attacken, um Scorpio jetzt extremst krass zu ficken. Also keine Attacken, die sehr effektiv sind, glaube ich zumindest. Und jetzt noch einmal Käferbiss.
Klar, Eisheap ist zwar schon hart, aber wenn Sneebel weg ist, habe ich schon mal einen sehr, sehr, sehr starken Gegner weg. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die ich mich sehr freue, wenn dieses Drecksviech dann endlich weg ist. Hoffentlich habe ich eine Top-Genesung oder so. Sieht anscheinend nicht so aus. Hyperheiler bringt mir auch nicht viel, denn noch ein Eisheap hält mein nettes Viech nicht aus. Der wird so oder so wieder mit einem Eisheap ankommen, deswegen werde ich mal ganz kurz das VM-Opfer beschwören. Hier, schwören, rufen. Eisheap. Das sollte eigentlich nicht ganz ausreichen. Fuck, tut's doch. Und wenn ich jetzt meine anderen Pokémon hole, dann sind meine anderen Pokémon ganz, ganz schnell am Arsch. Eisheap geht nämlich gegen Kukidun ganz gut, gegen René und gegen Chelterra. Gegen Keksodi hat er nämlich andere Attacken wie Finte, Dunkelklaue oder whatever, was der da so alles hat. Das ist so ein Wix. Schlitzer, okay, er setzt nur Schlitzer ein, das ist gut. Kommt schon, Eisenschweif muss, ja, hoffentlich reicht das auch aus. Bam, ja, wunderbar, so muss ich mir das vorstellen. Okay, den ersten hätten wir weg. Jetzt um die Frage, was kommt... Oh, Kramchef. Okay, gegen Kramchef kann ich eigentlich Kukilun einsetzen, denn Kukilun hat ja Schockwelle. Auch wenn das jetzt nicht, und ich wiederhole wirklich, nicht die beste Attacke gegen einen Kramchef sein wird. Allein schon aus der Tatsache, verdammte Scheiße, Level 46. Ich geh doch kaputt, ich breche ins Essen. Weil Schockwelle ist einfach nicht stark genug. Okay, es ist jetzt nicht wirklich viel. Ich hoffe nur, dass Finte nicht so viel abzieht, weil, ne? Das könnte ein Problem werden dann. Oh, 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 oh. Volltreffer, oder? Volltreffer, oder? Ey, leck mir doch die Poperze, schmandig. Das ist doch echt zum Kotzen, Alter. Okay, dann kommt jetzt erstmal Scorpio. Wir brauchen erstmal einen Hyperheiler. Und danach werde ich einen Hypertrank einsetzen. Und dann mal gucken, was Kramchef noch so alles macht. Ein Borschnabel, scheiße. Da brauche ich jetzt aber einen Hypertrank. So. Okay, komm, Nachtnebel. Nachtnebel? Echt jetzt? Das zieht doch jetzt gar nicht so extrem viel ab. Eiszahn machen wir mal. Und es trifft natürlich nicht. Leck mich doch am Sack. Komm schon, noch einmal Eiszahn. Das muss doch mal sitzen. Oh, hoffentlich ist das eine Zitrobeere. Ja, eine Zitrobeere. Das ist gut. Das ist sehr gut. Was nicht gut ist, ist, dass Nachtnebel mich jetzt tötet. Ey, ihr könnt mir doch mal sowas von die Poperze schmatzen, ey. Na gut, dann kommt jetzt Keksodin noch einmal. Nein, oder? Oder? Was sagt Keksodin nochmal für Attacken, alles? Okay, Geheimpower, das muss reichen. Geheimpower muss reichen. Die Geheimpower muss reichen, komm. Oh, das sah nach Stärke aus. Ey, ich könnte kotzen. Wie viel Verteidigung hat dieses Viech denn? Alter. Also ich dachte eigentlich, Sneebel wäre das Pokémon, was mir am meisten Probleme bereitet. Aber anscheinend habe ich mich geirrt. Kramchef ist das Pokémon, was mir am meisten Probleme bereitet. Okay. Drachenklaue. Und... Ja, genau. Ja, das ist natürlich klar. Das ist natürlich klar. Jetzt geht er mir richtig an die... Jetzt geht er mir richtig so an die Nüsse. Ah, okay. Noch einmal Drachenklaue. Und danach noch einmal. Und dann müsste das eigentlich ausreichen. Hoffe ich. Borschnabel. Ja gut, René hat noch ein... Ja, es ist immer noch die zweite Entwicklung. Deswegen hat René noch nicht so die krassen Werte. Wenn René sich noch einmal entwickelt hat, dann werden die Werte von ihm auch ein bisschen besser werden. Das weiß ich, aber
Aktuell sind sie halt noch nicht so die besten, weil es halt immer noch nur die zweite Stufe einer Entwicklung ist. Ich werde weiterkämpfen mit René, werde allerdings einen Beleber einsetzen. Denn gegen X-Bart brauche ich unbedingt Scorpio oder Kokilun. Aus Gründen wie Eiszahn und Schockwelle. Natürlich würde Kixodi auch gehen, hätte Kixodi Psychokinese, aber das hatte sie ja leider nicht. Windschnitt, ah ja. Windschnitt, diese dämliche Kackattacke, die mir tierisch auf die Eier geht. Okay, Hypertrank. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das eine oder andere mal heilen. Aber X-Bart ist auch ein sehr, sehr starkes Pokémon. Aber wir sehen schon sein Fokus beim Trainieren lag dann doch wohl eher auf Kramchef als auf X-Bart oder Sneebel. Mann. Drachenklaue zieht aber jetzt auch nicht so viel ab, oder? Ah. Dann nehmen wir nochmal die Dunkelklaue. In der Hoffnung, dass es so viel abzieht, dass es nicht... Ja, in der Hoffnung, dass es so viel abzieht, dass er sich jetzt nicht nochmal irgendwie mit Top-Genesung heilt oder so. Ja. Weil dann kann nämlich René jetzt mit einem Hypertrank in der nächsten Runde Drachenklaue einsetzen. Und X-Bart ist Geschichte und damit hätten wir diesen Kampf auch geschafft. Aber ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, wir werden gegen Cyrus noch ein weiteres Mal kämpfen müssen. Und dieser Kampf gegen Cyrus wird einfach nur zum Abwichsen sein. Denn dann sind seine Pokémon noch um einiges stärker und werden mir noch um einiges mehr auf die Eier gehen. Aber hey, ne? Ne? Der muss ja gut sein, sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass er Galactic-Boss ist. Jetzt verstehe ich, du bist wahrhaftig stark. Und diese Stärke ziehst du aus der Zuneigung, die du deinen Pokémon gegenüber empfindest. Was für eine Verschwendung. Diese Gefühle sind doch nur Illusionen. Und wie alle Illusionen verblassen sie mit der Zeit, bis das Ende sie für immer vernichtet. So, dies ist der Grund, aus dem ich jegliche Emotion abgelegt habe. Denn sie sind nichts als unnütze Sentimentalitäten. Reden wir nicht mehr drüber. Du wirst meine Argumentation ohnehin nicht verstehen. Doch erkenne ich deinen Mut und deine Stärke an, allein hergekommen zu sein. Nimm dies zur Belohnung. Er schenkt mir einfach einen Meisterball. Jo, warum nicht? Er schenkt mir einen Meisterball. Es gibt keinen besseren Pokéball als den Meisterball. Kein Pokémon, dem du in der Wildnis begegnest, kann sich ihm entziehen. Mir nützt er überhaupt nichts. Pokémon mache ich mir nicht zu Freunden oder Partnern, wie ihr Trainer es tut. Ich setze sie nicht zu meinen Zwecken ein, wie es andere Mitglieder von Team Galactic tun. Stattdessen mache ich mir die Kraft der Pokémon selbst zu eigen. Wenn du die Pokémon der Seen retten möchtest, dann nimm den Teleporter im anderen Raum. Ich begebe mich nun zum Kraterberg. Den Berg will ich erklimmen und um an seiner Spitze meinem Schicksal ins Auge zu blicken. Dort werde ich meine neue Welt erschaffen. Ach ja, Cyrus. Okay, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt nochmal irgendwie kämpfen muss, aber ich glaube nicht. Ich hoffe mal. Hier bekommen wir dann jetzt erst nochmal Top-Genesung. Wunderbar. Gefällt mir. Dann geht's hier oben hin. Und hier oben müssen wir, glaube ich, nicht mehr kämpfen. Oh yes. Du bist nur hierher gekommen, um ein paar Pokémon zu retten. Ich verstehe unseren Boss nicht. Ich habe ihn noch nie verstanden. Warum lässt er ein Kind wie dich unbehelligt kommen und gehen? Wir, Team Galactic, nehmen uns, was wir brauchen und zerstören den Rest. Egal, du hast es so gewollt. Ich werde dich willkommen heißen. Als kleine Rache wegen deiner Beleidigung am See. Nein! Ich habe, um ehrlich zu sein, nicht damit gerechnet, noch einmal kämpfen zu müssen. Also, ne? Ich hab echt nicht mehr damit gerechnet. Aber okay, wir versuchen es, Leute, wir versuchen es. Eiszahn. Mal schauen.
Oh, ja. Okay, dann noch ein Eiszahn und dieses Golbat ist auf jeden Fall schon mal Geschichte. Danach hat er auf jeden Fall noch einen Toxiquack. Das kennen wir ja bereits. Das hat er auch schon am See benutzt. Aber was danach kommt, was er noch so hat, I don't know. Okay, interessant. Ein Bronzel. Ah! Bronzel können wir auf jeden Fall versuchen zu penetrieren. Denn ich habe Feuerzahn. Aber ich meine schon mal, das ausprobiert zu haben, und das war nicht so effektiv. Oh doch, 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 ganz gut. Ja, Giro Ball, bla bla. Gut, ist jetzt nicht unbedingt die beste Attacke. Aber zumindest, ich glaube, mittlerweile versteht ihr so ein bisschen, warum ich diese Konstellation von Attacken gewählt habe für Scorpio. Es ist einfach etwas, wo ich sagen muss, okay, das ist einfach wichtig. Und jetzt kommt sein letztes Pokémon, ein Toxiquack. Nur kann ich Toxiquack nicht so viel entgegenbringen. Deswegen muss ich Chelterra nehmen. Erdbeben hilft da, glaube ich, ganz gut. Jetzt kommt Toxiquack. Ich weiß gar nicht, wie stark das nochmal bei ihm war. Oh ja, okay, Level 44. Das ist natürlich schon einiges. Aber, wie gesagt, ich hoffe mal, dass Erdbeben ein bisschen was reißen kann. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Das hat auf jeden Fall schon einiges abgezogen. Und das, obwohl mein Chelterra schon einiges an Verteidigungspunkten hat. Mann, oh Mann. Es hat gereicht. Ja, das ist auf jeden Fall toll. Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass ich jetzt noch kämpfen muss, aber habe es trotzdem irgendwie geschafft. Ist das nicht geil? Ah, warum bist du so stark? Na gut, mach doch mit diesen drei Pokémon, was du willst. Drück den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Okay. Natürlich. Wunderbar. Unser Boss schuf eine rote Kette aus Kristallen, die er den drei Pokémon abnahm. Er benötigte diese rote Kette, um etwas an dem Kraterwerk zu machen. Und es scheint, dass er sie auch braucht, um etwas zu erschaffen. Mehr weiß ich nicht. Wer weiß schon, was er da oben eigentlich vorhat. Okay. Dann können wir jetzt eigentlich von dieser Basis verschwinden und können uns dann eigentlich auf direktem Wege zum Kraterberg begeben, denn dort müssen wir jetzt hin. Ja, dann haben wir eigentlich schon bald mit Team Galactic abgeschlossen. Das kann ich schon mal so sagen. Für uns geht es jetzt erst noch einmal Richtung Pokémon Center, werden unsere Pokémon heilen, da werde ich mich auf den Weg machen, um noch einmal zu gucken, wo genau ich jetzt eigentlich hin muss. Ah, das ist das Problem. Ich weiß gerade nicht genau, in welchen Bereich des Kraterbergs ich jetzt erstmal rein muss. Ah, das ist echt scheiße. Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Ich habe echt keine Ahnung. Wir können ja einfach mal kurz gucken. Also, fliegen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir von hier aus rein müssen. Kraterberg, 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 hier ist Route, bla bla bla. Kraterberg, Kraterberg, Kraterberg. Ich gehe einfach mal hier rein. Ich meine, ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, dass wir von dort aus nur Richtung nächste Stadt kommen. Also Arena Nummer 7 Stadt und so weiter. Aber ob wir von da aus auch Richtung Dings kommen, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, Leute, tut mir echt sorry. Wir werden es einfach mal austesten. Nee, hier war ich doch schon. Hier war ich doch schon, als ich auf dem Weg zum Dings war. Oder? Ach Mann, ey. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Wir werden mal eben ganz, ganz kurz noch dahin fliegen und dann beende ich auch den Part.
glaube... Hier unten. Das könnte sehr gut sein. Das könnte wirklich sehr gut sein, dass wir von da aus dann irgendwie da rein müssen. Jetzt sind wir ja in Erzelingen. Ja. Da muss ich nur eben ganz, ganz kurz das Fahrrad einmal... Na... So, das Fahrrad einmal... Nein. Meine Güte. So, das Fahrrad einmal nutzen. Muss nämlich ja schnell sein. Zack, hier hoch. Dann kann ich das Fahrrad schon wieder ablegen, weil das Fahrrad brauche ich nicht. So, und dann geht's jetzt eigentlich hier hin mit Surfer und dann da hinten Kraxler. Ich meine, hier müssten wir rein, ja. Denn oben ist eigentlich der Weg, den wir dann gehen können, wenn wir Richtung nächste Stadt wollen, Richtung Orden Nummer 7. Und hier geht's dann hin, wenn wir einfach Richtung Kraterberg an sich wollen. Oh, wenn ich dann gleich irgendwelche Team Galactic-Nasen sehe, dann bin ich auf jeden Fall richtig. Aber ich denke mal, wir sind auf jeden Fall richtig. Okay, Leute, dann würde ich jetzt erstmal sagen, werde ich hier den Part beenden. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, wie wir diese wunderbare Geheimbasis auseinandergenommen haben. Und, ja, dann würde ich einfach mal sagen, wenn ihr weiterhin irgendwelche Vorschläge habt, ein Bronzong, heilige Scheiße. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, Kritik, Anregungen, Wünsche, schreibt es mir immer in die Kommentare. Ansonsten, ja, wie immer, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Heilige Scheiße, ziehe ich mir nicht ab. Ich muss auf jeden Fall mal eben kurz flüchten. Ja gut, ich flüchte mal kurz. So, wie gesagt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüssi und Kowski.